Guten Morgen, meine Freunde. Euer Coach hier, Cecil. Ich bin wieder auf meinem Lieblings-Hassgerät und zwar dem Stepper Stufe 7. Mal sehen, wie lange ich heute durchhalte. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, guckt es unbedingt. Wisch hoch, guckt es unbedingt an. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig. Und immer die Kommentare sind so lustig drunter zu lesen. Und jetzt guckt mal in eure Fragen rein. Bis gleich. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist, glaube ich, das, wo die meisten von euch irgendwie so ein bisschen, ja, eine Blockade haben. Und zwar, was ist der erste Schritt praktisch gesehen, aus dem Hamsterrad rauszukommen? Und ich sage euch die ersten zwei Schritte. Also, was ich machen würde, beziehungsweise gemacht habe, nachdem ich verstehe, dass ich im Hamsterrad bin, dass ich diese vier Punkte in meinem Leben nicht mehr haben will, nachdem ich das verstanden habe, würde ich das Matrix-Prinzip machen, um dann zu lernen, in welche Richtung ich gehe. Also was ich genau mir aufbauen kann, wie ich es aufbauen kann, Zeitmanagement, emotionale Freiheit, starken Mindset entwickeln, das ist die beste Vorbereitung. Und dann würde ich nebenbei Affiliate-Marketing machen, so wie ich das erklärt habe, kostenlos, einfach um dieses Gefühl zu haben, krass, ich habe jetzt 1 Euro verdient über das. Das gibt einem das Vertrauen, dass man viel mehr erreichen kann. Und das ist der Weg, alle Nachrichten, hunderten, tausenden Nachrichten, die ihr immer seht, es war meistens so, Matrix-Prinzip, nebenbei angefangen, kostenlos, die ersten Erfolge und dann geht es nur noch hier hoch. So, bevor ich jetzt in eure Fragen reingucke, ich gebe 2 Leuten die Möglichkeit, das Matrix-Prinzip für 60 Euro im Monat zu machen. 60 Euro, 5, 6 Stunden, 1,5 Stunden in der Woche zusätzlich arbeiten. Wer das nicht will, will nicht rauskommen. Wer das nicht kann, will nicht rauskommen. Glaub mir mal, ich habe mir mein Leben so den Arsch aufgerissen mit allem. Ich habe gearbeitet, wo ich konnte, um da rauszukommen. Wenn man die Energie reinsteckt, dann passiert das auch. Wenn man die richtige Anleitung hat. Ich hatte gar keine Anleitung. Ich war verloren. Aus St. Pauli. Ich wusste gar nichts. Ich sage euch alles aus 20 Jahren. Okay? 2 Leute kriegen die Chance heute. Ich wähle später oder morgen aus, morgen Vormittag. Und jetzt gucke ich gleich in eure Fragen rein. Was sind meine größten Krypto-Positionen? Auf Position 1 natürlich Ethereum und Bitcoin. Dann auf Position 3 Cardano. Position 4, Litecoin und 5, ich glaube, Chainlink, Polkadot. Ja. Das ist zum Beispiel einer der größten Denkfehler, den man überhaupt haben kann. Es gibt alles schon. Immobilien. Als ich mit Immobilien angefangen habe, habe ich auch nicht gedacht, es gibt schon Makler, es gibt schon Immobilien. Nein, ihr müsst nicht irgendwelche Sachen neu erfinden. Was es im Endeffekt ist, ist auch scheißegal. Es geht um eure Prioritäten und um euer Leben. Ob ihr Feuerzeuge verkauft oder ein Infoprodukt oder Kabel, das ist scheißegal. Es geht darum, bist du frei? Kannst du da auf der Welt gehen, wo du willst? Kannst du deine Zeit, deine wertvolle Zeit vom Verdienst abkoppeln? Kannst du das Business skalieren? Ist egal, ob es Feuerzeuge sind oder was. Aber genau das ist das. Wir haben vor dem ersten Schritt haben wir zu viel Respekt, weil wir nicht wissen, wie. Ist ja klar. Natürlich wissen wir nicht, wie. Wenn ich jetzt da vorne ein Haus bauen soll, weiß ich auch nicht, wie. Deswegen studiere ich das, Architektur zum Beispiel, damit ich weiß, wie man ein Fundament legt. Und deswegen habe ich das Matrix-Prinzip, damit du die ersten Schritte verstehst, lernst und umsetzen kannst. Das ist es ja genau. Nur einfach zu denken, ach, ich will Feuerzeuge verkaufen, ohne sich erst das Wissen anzueignen, ist schon zum Scheitern verurteilt. Erst das Wissen und dann Gas geben. Ja, warum verstehen manche intelligente Menschen nicht, was hier passiert? Ganz einfach, weil umso länger du in dieser Maschinerie bist, in diesem Manipulationssystem von Kindergarten, Studium, 10 Jahre studieren, dann in dem Job, immer weiter, dann hast du perfekt gelernt, das umzusetzen, was dir von oben gesagt wird. Und dein Gehirn ist praktisch schon irgendwann im Kindergarten rausgeflogen. Und da kannst du eine Statistik zeigen, ey, guck mal, ist genau wie jedes Jahr.
Da kannst du von der Stanford University Studien zeigen, von Ioannidis. Alles ist genau gleich wie jedes Jahr. Du kannst ihnen das zeigen. Die verstehen keinen Fakt. Die setzen sich dann alleine mit Maske ins Auto. Und genau das ist das Hauptproblem. Von allen, von dir auch. Wir hören eine Sache, wir können es nicht in unser Gehirn reinkriegen. Hey, Rauchen ist ungesund. Warum raucht noch ein Mensch auf der Welt? Weil wir es nicht verstehen können. So, sage immer wieder, ich würde jetzt in 2021 gerade keine Immobilien kaufen. Sage ich jeden Tag, habe ich Videos drüber gemacht. Bekannte, die mir seit Jahren folgen, fragen, Cecil, ich habe morgen einen Notartermin, soll ich das machen? Ich sag's doch, jeden Tag. Oder das mit dem Hamsterrad oder Zeit gegen Geld tauschen. Hab einen guten Freund getroffen. Alleine dieses, guckt mir auch immer zu, alleine dieses Thema. Zeit gegen Geld. Wir bleiben in unserem Job einfach drin. Ohne zu sagen, ey, das muss ich austauschen. Ich kann nicht mehr meine Zeit gegen Geld eintauschen. Das alleine zu verstehen. Und ich nehme mich nicht aus. Ich habe euch ja erzählt, bei mir hat es genauso lange gedauert. Ja, aber Personal Training verdiene ich ja ganz gut die Stunde. Ja, scheiß drauf, du bist im Hamsterrad. Diese Zeit vom Geld, vom Verdienst abzukoppeln, ist so krass. Und wir bleiben einfach drin, weil wir sind Gewohnheitstiere. So, und jetzt, wenn ihr im Matrix-Prinzip teilgenommen habt, sagt mal, wie lange ihr vorher überlegt habt und ob sich das gelohnt hat, so lange zu überlegen, anstatt gleich zu starten. Weil ich kriege die Nachricht jeden Tag, ey, warum habe ich nicht sofort an? Was? Und dann am Sterbebett sagen wir, toll. Schreib mal rein, ruhig weiter in eure Fragen. Ich bekomme diese Frage wirklich sehr, sehr oft. Also B-Komplex ist ein Multi drin. Ihr braucht nicht zusätzlich ein einzelnes B-Komplex oder so. Das ist alles natürlich im Multi, ist leider gerade ausverkauft, kommt aber bald wieder. Was ist frei zur Arbeit, meine Freunde? Ich glaube, ich war seit 3-4 Monaten nicht mehr im Büro. Ich werde das jetzt auch kündigen, ich brauche es einfach nicht. So, man muss nicht im stinkenden Büro arbeiten, auch wenn das jahrelang ins Gehirn getrümmert wurde. Kann man sich im Universum was wünschen? Ja, aber nur, wenn du Energie reinsteckst. Oh, ich hätte gerne 1 Million. Immer noch nicht da. Das funktioniert nicht. Das Universum belohnt dich für deine Action. Ich habe mit mentalem Coaching angefangen mit 18. Da wurde ich gecoacht, weil ich Profi-Basketballer war. Wie man in solchen krassen Situationen, wo die 8000 Leute zugucken und 10 Bälle verworfen hat und alle schon über dich lachen, wie du in der Situation wieder zur Topform kommst. Und diese Topform, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch mega gut fühlt. Ihr habt einen Vortrag und ihr denkt, ey, alles, was ich sage, ist geil. Ihr kommt zum Geburtstag, ey, alle mögen mich. Und andere Tage denkst du, ey, alle hassen mich. Oder du fühlst dich echt schlecht. So, und das sind mentale Techniken, wie man von, oh, ich bin heute scheiße, ich treffe keinen Korb, zu, rückwärts drin. Weil du bist ja nicht besser. Du bist an einem Tag und am anderen Tag ja nicht besser. Wie kommt man in diese Situation rein? Und das sind die ganzen Techniken, die basieren auf 23 Jahren Erfahrung. Und deswegen schreibt ihr mir dann, ey, Cecil, Stress. Mit den Techniken, die ich im Matrix-Prinzip sage, könnt ihr keinen Stress mehr empfangen. Wenn ihr das so macht, wie ich es da sage, vorbei. Bestätigen alle. Sag mal, bist du im Matrix-Prinzip. Kannst du mit den Techniken noch Stress empfinden? Stimme ab. Oder schreib mal rein. Was halte ich von Kreatin? Also Kreatin ist im Muskelaufbau Goldstandard. Ich habe es auch im Shop, weil ich tue nur Sachen im Shop, die ich selber gut finde. Ich nehme es zwar selbst nicht, aber Kreatin ist für den Muskelaufbau Goldstandard. Also ich halte meine Familie aus Social Media raus. Ganz einfach aus dem Grund, weil bevor ich angefangen habe, und das ist das mit dem Time Horizon, also wie weit denkst du voraus? Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, und egal was ich mache, ich denke immer, wo werde ich in 5 oder 10 Jahren sein? Und ich habe mir gedacht, mein Ziel, 1 Million Follower, wie ist das dann, ich habe ja noch in Deutschland gelebt, wie ist das dann, habe ich Lust, dass jeder Hans-Franz von nebenan weiß, wer meine Kinder sind und so mein Familienleben kennt und so. Nein, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, man muss immer langfristig denken. Das, was ich erklärt habe mit Bezos und mit Amazon.
als er die Kommentare zugelassen hat, wo man auch schlecht kommentiert. So, dann ist natürlich der Aktienwert einmal reingefallen. Haben alle gesagt, nein, mach das nicht. Aber er hat langfristig gedacht, die nächsten 10 Jahre. Und das Vertrauen, was die Leute, die bestellen, dadurch bekommen, hat natürlich Amazon durch die Decke katapultiert. Nicht nur gefakte, zugelassene Nachrichten, sondern authentisch. So, und ich weiß, ich werde da hinkommen. Und ich will meine Familie rausnehmen. Time Horizon ist so wichtig mit allem, was du machst. Und umso erfolgreicher du werden willst, umso weiter musst du vorausdenken. So in einer Managerposition, umso mehr Menschen du unter dir hast, umso weiter musst du denken. Und ganz viele denken gerade mal bis zum Freitag. Oh, Freitag noch, dann habe ich Wochenende, geil. So, dann denken sie vielleicht noch, in 2 Monaten habe ich endlich Urlaub. So, maximal. Aber wer denkt wirklich weit? Und deswegen sage ich immer diese Sache. Ich spreche alles hier rein, was schon ein paar Schritte vorweg ist. Denk an dein Sterbebett. Denk dran, was du verdienen wirst, sicher, bis zur Rente. Und guck deinen Rentenbescheid an. Und dann siehst du, boah, da hinkommen, ey, ich kann nicht so weitermachen. Ich muss mir nebenbei was aufbauen. Ich muss es nebenbei lernen. Und das ist viel einfacher, das nebenbei zu lernen, als den Job, den du gelernt hast. Weil in der Seitenstraße ist nur 1% der Menschen. Weil 99% das nicht verstehen, was ich hier sage. Das ist es ja. So krass. Vorausdenken. Ich verliere überall Gewicht, nur nicht an der Problemzone. So, das ist die Problemzone, weil die Zellsituation da schlechter ist. Und das erkläre ich ausführlich über die ganzen Wochen im Maximumprinzip. Geht nicht in einem Satz. Ja, Wahnsinn, was du täglich an kostenloses Wissen rausgibst. Ja, weil ich das Gefühl kenne, da drin zu sein. Und ich möchte so viele wie euch da rausholen. Und diese Nachricht, Sessi, du hast mich aus dem Hamsterrad, aus der Versklavung geholt, ist für mich die größte Erfüllung. Mein erstes verdientes Geld, kann ich dir sagen, ich glaube, da war ich 10 oder so am Fischmarkt, haben wir was verkauft, meine Schwester hat es genäht. Da haben wir so 5 Mark oder so bekommen. Dann Zeitung austragen und dann Basketball. Auch eine geile Frage, ne? Ich mache doch jeden Tag Storys. Ich bin ein eigenständiger Mensch, Sie auch. Ich habe niemanden, der mich irgendwie nervt. Ich weiß, das ist nicht so schwer zu verstehen, weil ihr werdet immer, selbst von Therapeuten, folgende Sätze hören. Also, Streit ist ganz normal in einer positiven Beziehung, weil Streit negativ ist gleich positiv. Habe ich im Studium gelernt. Außerdem, gib deinen Kindern ruhig Zucker. Das brauchen sie zum Wachsen. Mal 2 essen, gar kein Zucker ist das höchste Volk auf der Welt, aber egal, habe ich so gelernt. Und was ist es? Wie immer. Das System. Wenn sie dir sagen, du kannst nicht frei werden, du kannst keine tollen Beziehungen, es ist normal, übergewichtig zu sein. Es ist sogar gut. Stirbst du später, wenn du einen dicken Bauch hast? Das sagen sie. Es ist normal, Streit zu haben. Du kannst nicht frei werden. Online was verkaufen, frei werden? Nein, niemals. Sie lügen von A bis Z. Wenn ihr das verstanden habt und im Matrix-Prinzip verstanden habt, wie Beziehungen laufen und wie man emotional unabhängig ist, dann habt ihr nie wieder Streit in eurem Leben. Punkt. Ich habe nie Streit in meinem Leben. Ich bin in meinem Leben nie gestresst. Das wollen sie nicht. Okay, wir müssen es verstehen. Guck mal, wie voll das ist, meine Freunde. Warte. So viel zur Frage, ob Lockdown ist gerade in
Dubai. Die Mitarbeiter spielen immer selber.